Wir sind heute auf der Kärntner Straße in Wien und wollen herausfinden, wie die Wienerinnen und Wiener heuer zu Corona-Zeiten Weihnachten und Silvester verbringen. Wie verbringst du Weihnachten und Silvester? Also ganz ehrlich, Weihnachten tue ich überhaupt nicht feiern, aber Silvester immer mit Freunden. Wir treffen uns, wir feiern alle gemeinsam, wir trinken und so weiter und so fort. So. Die aktuelle Situation, wir sind wegen Covid-19, habe ich auch so ein bisschen Angst, aber so feiern, wir werden uns treffen, also mit Freunden, so sagen wir 5 bis 10 Leute und das war's. Also zu Weihnachten bin ich bei meiner Familie, also wir sind eigentlich nur zu viert mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und zu Silvester bin ich in Spanien bei meiner besten Freundin. Ja. Okay. Wie verbringst du Weihnachten, Silvester? Ich bin auch zu Hause bei der Familie, wo wir auch nur 4 Personen sein werden. Und Silvester verbringen wir in einer ganz kleinen Runde in einem Keller, also nicht so fancy wie sie. Das ist cool. Trefft ihr sonst irgendwelche Vorkehrungen? Wir werden von der Arbeit aus am 17. Dezember getestet. Bevor wir nach Hause fahren. Genau. Und Entschuldigung, da geht ein Vorgesetzter vorbei. Oh. Das wollte ich schon sagen. Grüß Gott. Wir reden nur positiv. Einen Tag, muss ich schon sagen, verbringen wir mit unseren Müttern, weil meine Mutter ist 85 und die von meinem Mann ist 91 und die möchten wir nicht alleine lassen. Weil ich möchte nicht, dass meine Mutter in einem halben Jahr vielleicht stirbt, an einem Schlaganfall, und dann habe ich Weihnachten nicht mit ihr verbracht wegen Corona. Daheim, mit meinen Eltern. Also Weihnachten und Silvester weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Trefft ihr irgendwelche Vorkehrungen bezüglich Corona? Naja, wir sind im kleinsten Familienkreis und mehr machen wir nicht. Also das ist die einzige Vorsichtsmaßnahme, sonst gibt es keine Freunde, keine Verwandten, niemanden. Zu Hause oder bei meiner Tochter und Silvester auf jeden Fall alleine zu Hause mit meinem Mann. Mhm. Treffen Sie irgendwelche bestimmten Vorkehrungen? Nein, eigentlich gar keine. So wie jedes Wochenende oder jeder normale Tag.